Daniel Dussett with the fantastic Killer Queen. He's totally crazy and a lot of fun. Als kleiner Junge im Sattel. Live und in Farbe. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Deusser, hier ist Killer Queen und ich heiße euch alle zusammen recht herzlich willkommen bei den Steffex Stables in Belgien. Wie hat das denn alles so mit Steffex und dir begonnen? Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob Stefan Conter mich das erste Mal selbst angerufen hat oder jemanden hat anrufen lassen. Hier ist Stefan und ich hätte gerne, dass du bei mir anfängst als Reiter. In dem Moment habe ich einen Job gesucht, aber Stefan Conter war für mich damals ein Pferdehändler wie viele andere. Hast du auch schon 6-mal gehört vorher, ne? So. Genau, im internationalen Sport hat er auch bis jetzt nicht echt einen Reiter gehabt und ich dachte, ja, okay, vielen Dank, aber das ist eigentlich nicht, was ich suche. Aber er blieb drücken und anrufen und anrufen und nach Anruf 4, 5, 6, 7, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sagte er, ja, aber du musst keine Entscheidung treffen, komm doch einfach mal vorbei und wir unterhalten uns einmal. Und daraufhin bin ich tatsächlich hier zu den Steffex Stables gefahren. Die noch ganz anders aussahen? Die zu dem Moment wesentlich kleiner waren, aber sein Bürogebäude war genau da oben in der Ecke. Okay. Und da haben wir uns abends zusammengesetzt und haben so ein bisschen gesprochen. Und er hat mir so ein bisschen seine Vision und seine Ideen und Gedanken erklärt. Und hat mir damals erzählt, dass er gerne sein System ein bisschen verändern möchte. Dass er natürlich den Handel weiter betreiben möchte, aber dass er einen Reiter haben möchte, der im internationalen Sport erfolgreich ist und auch einen Sportstall aufbauen möchte. Und in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihm noch nicht wirklich geglaubt. Aber ich habe den Job angenommen und wir haben langsam angefangen. Früher war das hier das Bürogebäude. Wie viele Büros gab es? 3, 4? Ja, wir haben unten 2 und oben 3, genau. Am Ende 5 Büros. Aber das ist ja so gesagt die kurze Seite von der Reithalle und alles war in einem Gebäude. Und mittlerweile, wir gehen jetzt einmal zu dem heutigen Büro. Man könnte sagen, es gibt ein kleines Upgrade. Als ich angefangen habe hier, war das eigentlich der Nachbar. Also das war ein Hof von anderen Leuten. Die haben auch sogar ein paar Pferde da gehabt. Und hier, wo jetzt dieser Garten ist, war noch ein kleiner Sandplatz. Dies ist das neue Bürogebäude von Steffex. Hereinspaziert. Wow. Jetzt haben wir die Geschichte ja schon so ein bisschen von dir gehört. Aber ich würde dich jetzt einmal Kaffee trinken schicken. Und ich frage einfach mal den Chef persönlich. Gute Idee. Stefan, really nice to meet you. Nice to meet you too. I talked already to Daniel, and now we want to talk about Daniel. So how is he? As rider, as friend? Oh, you know, all you Germany and all the world know that he's really serious in his job and take it really serious and on a severe way with himself to achieve the best results in his sport. Yeah, he's always very focused. Yeah, he's top focused. And if you take him as friend in holiday, he's totally crazy and a lot of fun. Just two totally different person. And he can do the most incredible things in holiday that he would never do when he's busy to work. Okay, we want to hear one story. You have a special one? Yeah, last time we went all for skiing and we had a friend trainer with us in the chalet and he wanted to annoy him. Then that brave guy was on the toilet. The time that he was on the toilet, Daniel moved all the room, the mattresses, all the chairs, everything against the door. Yeah. Then the poor guy was yet drunk. He couldn't get out of the toilet. It stayed for 1 hour and 15 minutes in the toilet. Then when he got out of the toilet, then he exploded a bomb of confetti in his face.
And then when he was really happy with his girlfriend to pass a good night, that everything was finished and that they were going to have a nice love night, he brought a ski bicycle in his bed. That's Daniel. Okay, das sind mal ein bisschen andere Insights und das ist genau das, was wir uns im Magazin wünschen. Hier sind wir jetzt in meiner Stallgasse. Manch einer da draußen wird sich vielleicht fragen, was heißt denn deine Stallgasse? Weil das alles hier ist nicht deine Anlage. Erklär das doch einmal für unsere Zuschauer. Genau. Insgesamt, ich habe es noch nie durchgezählt, aber haben wir bestimmt 12 bis 15 verschiedene Stallgassen für verschiedene Reiter. In diesem Stall hier haben wir jetzt 13 Boxen und das sind nur die Pferde, die ich reite oder wo ich mit meinen Leuten zuständig für bin. Also so viel darf ich euch schon mal verraten. Die Anlage ist ein absoluter Traum. Es ist riesengroß. Ihr habt, glaube ich, alles, was das Herz begehrt. Diverse Plätze, Hallen, Führmaschine, alles, was man braucht, um die Pferde wirklich da oben im Sport zu reiten. Genau, nicht nur für den Sport und zum Trainieren, auch zum Relaxen haben wir hier viele Weiden. Wir haben eine Rennbahn drumherum, draußen, drin, verschiedene Möglichkeiten, die Pferde zu bewegen. Also eine gewaltige Anlage, wie du schon gesagt hast. Apropos Anlage, du hast jetzt hier dein eigenes Reich, deine eigene Stallgasse, deinen eigenen Pfleger und so weiter. War eine komplett eigene Anlage für dich nie so ein richtiges Thema? Ja, natürlich war das auch mal ein Traum oder mal ein Thema für mich. Ich bin vor 9,5 Jahren dann gewechselt hier in die Steffex Stables. In den letzten 9,5 Jahren hat sich auch sehr, sehr viel verändert hier. Es ist alles viel größer geworden. Und für mich natürlich auch sehr passend, dass ich mich nicht selbst um alles kümmern muss. Und von daher ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt mit dem eigenen Stall. Hat aber ja auch einfach wahnsinnig viele Vorteile, hier in so einer Infrastruktur zu sein, wirklich eigentlich, wie du sagst, alles zu haben, was man braucht. Wir sind ja jetzt hier, wie du gesagt hast, in deiner Stallgasse, bei deinen Pferden. Wer steht denn hier so? Auch eine Killer Queen, oder? Auch eine Killer Queen, genau. Hier stehen eigentlich alle Pferde, die jetzt in den letzten Jahren mit mir so über die großen Preise gesprungen sind. Natürlich, hier stehen wir vor der Box von Killer Queen. Und ja, wie gesagt, sie hat hier eine schöne Box mit zwei Fenstern, kann nach vorne und nach hinten rausgucken und fühlt sich hier genau in der Mitte des Stalles doch sehr, sehr wohl. Im Zentrum von allem. Steht denn hier vielleicht auch so ein Future Star, den wir vielleicht mal in Aachen dann auch im Rolex Grand Prix sehen mit dir? Ich hoffe, ja, ich hoffe. Nee, wir haben auch jüngere Pferde hier. Ein Pferd mit ganz, ganz viel Hoffnung ist der Mr. Jones, der übrigens direkt neben Killer Queen steht. Wollen wir einmal rübergehen? Genau, der ist mittlerweile 9 Jahre alt, kriegt hier noch eine kleine Massage. Und wie gesagt, hoffentlich schon im nächsten Jahr wird er auch in Aachen am Start sein. Schauen wir mal, wie das dann läuft. Wir gucken jetzt erstmal zurück zu deinen Anfängen. Wir haben nämlich ganz schönes Material von dir als kleiner Junge im Sattel. Und dazu natürlich ganz viele emotionale Augenblicke aus der Aachener Söhrs. So Daniel Dusser is going to set off with a fantastic Killer Queen. Daniel Dusser. Scuderia Tobago Z. Here's the final fence and the Rolex Ox at 43.44.35. He goes second. Der Preis von Nordrhein-Westfalen 2019. Gewinnt in 44,65 Sekunden die 9-jährige belgische Stute Killer Queen VDM. Geritten von Daniel Deusser, Deutschland, Germany. Daniel Deusser is now galloping to the Rolex. Can he clear it? He has. It's a brilliant start. 41.85 and clear.
Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Gänsehaut pur. Wie geht's dir, Daniel, wenn du solche Bilder aus Aachen siehst? Ja, wie du schon sagst, Gänsehaut. Aachen ist doch ein Turnier, wo ich jetzt über viele Jahre schon viele schöne Momente erlebt habe. Die Krönung natürlich dieses Jahr, aber auch in den letzten Jahren, muss ich sagen, schaue ich mit vielen Glücksmomenten zurück auf die Aachener Söhrs. Du sagst es selber, du warst schon viele Jahre in Aachen. Kannst du dich noch an deinen allerersten Eintritt ins Hauptstadion erinnern? Ich weiß noch ganz genau, zu der Zeit, als ich bei Frankis Lothar geritten bin, das war in dem Jahr, wo ich 21 Jahre alt geworden bin, dass ich mich auf den deutschen Meisterschaften für Aachen qualifiziert habe. Das war damals, ja, einfach nicht realistisch. In dem Moment kamen mir die Sprünge so hoch vor und einmal in Aachen reiten zu dürfen, das war ja ein Traum. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern und ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, dass ich mit Franke und Ludger Beerbaum damals Parcours abgegangen bin und einfach gedacht habe, das ist eine andere Welt hier und ich mache vielleicht doch einen anderen Sport. Zum Glück hast du keinen anderen Sport gemacht und ich habe dir eine kleine Überraschung mitgebracht. Wir haben hier nämlich ein Bild von dir, das ist zwar nicht von deinem allerersten Mal Aachen, aber das ist tatsächlich ein Start oder der Start, das erste Mal im Rolex Grand Prix in Aachen mit Air Jordan. Kannst du dich daran erinnern? Ja, zu meiner Zeit bei Jan Tops mit Air Jordan, das müsste dann ungefähr 2007 gewesen sein. Genau, das war mein allererster großer Preis mit Rolex großer Preis in Aachen mit Air Jordan. Weißt du noch, wie die Runde war? Ich glaube, ich hatte zwei Fehler. Ich weiß es nicht, wir schauen es nochmal nach. Aber viel wichtiger, dann hat es 14 Jahre gedauert, 14 Jahre Durchhaltevermögen, immer wieder gestartet und dann war es soweit. Dann warst du Erster. Im Rolex Grand Prix. Genau. Wie gesagt, die ersten Jahre, ich war glücklich, mitreiten zu dürfen. Ich habe noch nicht wirklich daran gedacht, dass ich auch mal den großen Preis von Aachen gewinnen könnte, dürfte. Über diese Jahre war ich mit Cornet D'Amour und auch mit Tobago ja ein paar Mal knapp dran. Zweiter, zweimal Zweiter. In dem Moment habe ich eigentlich schon so ein bisschen daran gedacht, Mist, vielleicht die Chance so ein bisschen verpasst. Einmal den großen Preis von Aachen zu gewinnen, aber wie gesagt, glücklicherweise war es dieses Jahr jetzt soweit. Ja gut, und so alt bist du ja auch noch nicht. Du hättest ja auch noch diverse andere Chancen gehabt. Wir wollen unseren Zuschauern auch immer ganz gerne ein bisschen was mitgeben. Wie ist es denn? Also 14 Jahre ist ja schon eine Zeit. Du warst öfters mal dann nah dran. Hat man irgendwann das Gefühl, das wird gar nichts mehr? Oder hast du immer eigentlich so insgeheim gesagt, das kriegen wir noch mal hin? Natürlich habe ich mir immer gedacht, das kriegen wir noch mal hin, weil der Wille ist natürlich da gewesen oder ist auch immer noch da. Trotzdem fängt man auch so ein bisschen an zu zweifeln. Wie gesagt, wenn man dann zweimal Zweiter gewesen ist, auch mit Pferden, was ja eigentlich fantastische Pferde waren, wie Cornet D'Amour und auch Tobago, da denkt man schon, ob ich jemals im Leben noch mal ein Pferd habe, der diesen großen Preis hier gewinnen kann. Aber wie gesagt, glücklicherweise, Killer Queen kam auch um die Kurve. Sie hat ja in den Jahren gesehen in Aachen schon wirklich auch über die Youngster Tour ein bisschen auch angedeutet, dass sie die Söhrs wirklich liebt. Und da war doch immer noch so ein klein bisschen Hoffnung da. Und wie gesagt, dieses Jahr hat es gepasst, muss ich sagen. Hast du gut gemacht. Gut gemacht. Du gut gemacht, sie gut gemacht. Und das richtige Pferd ist auch ein gutes Stichwort. Wir wollen nämlich ein bisschen über Killer Queen reden. Wie ist sie denn so charakterlich? Ist sie ein Killer? Ja, genau. Der Name passt schon so ein bisschen. In den ganzen Jahren, muss ich sagen, war sie nicht immer die einfachste, weil sie doch sehr, sehr viel Blut hat, wie wir sagen. Sehr aggressives Pferd ist im Parcours. Und auch sehr aufmerksam. Wir sehen das hier auch, dass sie eigentlich immer die Ohren gespitzt hat. Wie gesagt, über die Jahre hin bei der täglichen Arbeit ist das doch manchmal so ein bisschen auch, dass du sagst, oh, schon wieder jetzt, und beruhig dich ein bisschen. Aber dann, wenn man so Parcours wie in Aachen hat oder auch so Plätze hat, da ist es doch auch gut, wenn die Pferde dann gehen wollen und dieses Temperament haben. Da müssen sie schon ein bisschen Biss für haben. Eine positive Eigenschaft von ihr und eine negative? Ja, die negative ist ganz eindeutig einfach, dass sie, wie gesagt, nicht so wirklich geduldig ist. Merkt man gerade. Genau. Und die positive Eigenschaft einfach, dass sie den Biss, die Einstellung hat im Parcours und auch einfach dann am Ende dieses Vermögen und den Biss nach vorne hat. Hört sich nach einem spannenden Pferd an, ist es garantiert. Und wir haben uns gedacht, für euch könnte es interessant sein, Killer Queen einmal einen gesamten Tag lang mitzuerleben. Ein Tag im Leben von Killer Queen. Thank you.
when she's super fresh, maybe she'll lunge in the morning and get ridden in the afternoon. Facility here with the racetrack around, she'll go on that often. We also have woods around as well that we can go into the woods and let them be horses. She loves to enjoy grass. When we have time, we like to take her out in the afternoon, give her a bit of grass, let her have some downtime. Normally our horses only come out twice a day, so normally it would be walker and ridden, ridden or walker. In the end, she's just a normal horse. It's just, we try and keep everything basic and normal and not try to do too much to annoy them, kind of thing. Also so ein Tag kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Und wir sind ein bisschen neugierig. Wie war euer allererstes Aufeinandertreffen, Killer Queen und du? Sofort Sympathie oder Skepsis? Mochte sie dich? Ich glaube nicht, dass sie mich unbedingt mochte beim allerersten Aufeinandertreffen. Ich habe Killer Queen kennengelernt, als sie 7 Jahre alt war. Sie kam mit ihrem früheren Besitzer eigentlich hier zu Steffix, um sich ausprobieren zu lassen. Und in dem Moment hat unser Stallreiter Lorenzo De Luca das Pferd ausprobiert. Wie schon gesagt, sie hat sehr, sehr viel Blut. Sie ist sehr ehrgeizig und das war auch mit 7 Jahren nicht unbedingt besser, als es jetzt ist. Lorenzo hat das Pferd probiert. Sie stand noch einige Tage hier und dann habe ich mit ihr angefangen. Und wie gesagt, auf den ersten Turnieren war sie wild, ganz eindeutig. Sie hat von Anfang an immer sehr, sehr viele Erfolge gehabt und war auch meistens null, aber das Handling ließ doch noch ein bisschen zu wünschen übrig. Und dann habt ihr euch aber ja nach und nach angenähert, bis hin zu eurem großen Erfolg in diesem Jahr, Gewinn des Rolex Grand Prix. Wenn man sowas erreicht hat, was sind denn so Ziele, die man noch auf der Bucketlist stehen hat? Wie soll es weitergehen? Am liebsten den Rolex Grand Prix noch ein zweites Mal gewinnen. Ja, das ist ein gutes Ziel. Aber gibt es noch ein paar Sachen, die dich sonst noch reizen? Ja, mit so einem Pferd natürlich plant man zu den großen Turnieren. Der Rolex Grand Prix war natürlich jetzt der erste Step vom Rolex Grand Slam. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig und wir gehen auch in die Hallensaison. Aber wenn man eine Möglichkeit hat, noch einen zweiten großen Preis von dem Rolex Grand Slam zu gewinnen, dann wahrscheinlich mit einem Pferd wie Killer Queen. Wäre das wahrscheinlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant für dich. Natürlich reitest du Killer Queen, du kümmerst dich auch um sie. Allerdings hast du ja auch einen festen Groom an deiner Seite, also einen Pfleger, der die Pferde wirklich von morgens bis abends betreut, auf Turnieren mit dir unterwegs ist. Und wir haben uns Sean mal geschnappt und vielleicht verrät er uns ja noch das ein oder andere Geheimnis über dich oder über Killer Queen. To be a rider like him, to be so focused and so willing to win every single week, I mean, it's a pleasure to go to the show every weekend knowing that he wants to win, and to be part of that success is something quite special. I think his wife would say we were like a married couple. We argue quite a lot, but again, we get on more than we argue, but again, we're on the road together a lot. And yeah, it's very good that he can trust me. I go to the show, I would leave on Tuesday evening, arrive on Wednesday, and he knows everything's fine and I never have to call or want for anything. Killer Queen, she's unique. I think she's I'm a bit biased, but I think she's one of the best horses in the world. She has so much talent, so much ability. She has so much character, and to look after her, it's a pleasure. I come home from the show if I don't take her one weekend and she's already waiting at the door for a candy. You know, she knows that I'm her person.
Tobago, I would have to say he can be challenging sometimes. He can be quite stallion-y when he first arrives on the show, and you have to know him well enough to know how to deal with him. But again, he's also such a cool horse and so easy to deal with. Killer Queen and Tobago, they're like my children. I think when they retire, maybe I'll think about retiring. We still have a few more years yet, but yeah. Schöne Einblicke, die wir von Sean selber bekommen haben, aber wir wollen von dir jetzt natürlich auch ein bisschen was erfahren. Wie ist Sean denn so und warum ist er so wichtig für dich als Pfleger? Ja, warum ist er so wichtig? Grundsätzlich in meinem professionellen Leben als Springreiter ist er die wichtigste Person, weil er ja, die Pferde sehr, sehr gut kennt. Er reist mit den Pferden jedes Wochenende durch die ganze Welt mit LKW, mit Flugzeug. Er kennt die Pferde, er kennt den Gemütszustand der Pferde, er kann das sehr, sehr gut einschätzen. Und so einer Person so wie Sean muss man hundertprozentig vertrauen und das kann man mit Sean. Wenn man 2, 3, 4 Charaktereigenschaften nennen möchte von einem perfekten Pfleger, du sagst gerade Vertrauen, Zuverlässigkeit, was kann man noch nennen? Ja, wie gesagt, Vertrauen ist auf jeden Fall der Hauptpunkt. Kommunikation ist ganz wichtig, weil manchmal, wenn die Pferde jetzt auf die andere Seite der Welt fliegen, sehe ich die Pferde auch einfach mal für eine Woche nicht, bevor ich dann wirklich aufs Turnier komme. Und auf dem Turnier haben wir dann nur 1, 2 Tage, bevor die Wettkämpfe losgehen. Eine andere Eigenschaft, ja, Sean selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht immer einfach. Er ist so ein bisschen das Mädchen bei uns im Stall, beschwert sich auch sehr, sehr viel. Aber das macht es auch am Ende aus. Das zeigt auch am Ende, dass er genauso mit Herz und Blut dabei ist und der Job ihm sehr wichtig ist. Also Sean ist definitiv ein wichtiger Zweibeiner in deinem Leben. Einer der wichtigsten Vierbeiner in deinem Leben, möchte ich einfach mal so behaupten, ist bzw. war Cornet D'Amour. Und über den wollen wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen. Vorher schauen wir uns aber einmal ein bisschen an. From Germany, Cornet D'Amour und Daniel Deusser. Daniel Deusser, clear in the first round with Cornet D'Amour. Daniel Deusser, Cornet D'Amour. Hold your breath, Germany, because they have done it. They're fantastic. Cornet D'Amour, Daniel Deusser. Wow. So schöne Bilder, aber jetzt haben wir ihn hier live und in Farbe. Cornet D'Amour, das Pferd, was deine Karriere wahrscheinlich am allermeisten beeinflusst hat, oder? Ja, genau. Cornet D'Amour war nicht nur bei Steffex mein erstes internationales Pferd oder Grand Prix Pferd, sondern auch das Pferd, wo ich bis jetzt, wie gesagt, größte Erfolge mit feiern konnte, wie zum Beispiel Weltcup-Finale. Dann auch Zweiter im Großen Preis von Aachen gewesen und hat mich eigentlich in meiner Anfangszeit in der internationalen Karriere begleitet. Du hast am Ende seiner Karriere was ganz, ganz Schönes über ihn gesagt, nämlich, dass er wahrscheinlich jede Prüfung der Welt springen und vielleicht sogar gewinnen könnte. Dabei war das ja nicht immer so. Ihr hattet ja auch einen Weg. Genau. Zum einen war Cornet D'Amour auch viel jünger, als wir uns kennengelernt haben und auch noch nicht so im internationalen Sport gewachsen sozusagen. Wir hatten auch am Anfang wirklich nicht Abstimmungsprobleme, aber ich muss sagen, sein Vermögen ist doch gewachsen mit seiner Kraft und auch mit seiner Einstellung am Ende. Also hat er dich in die Weltspitze gebracht und du ihn irgendwie auch? Ihr euch gegenseitig? Kann man so sagen, ja. Er mich auf jeden Fall in die Weltspitze gebracht, aber er ist auch mit mir zusammen da reingewachsen, ja. Jetzt sehen wir ihn hier ja als Rentner. Vielleicht kommt er gleich nochmal zu uns. Wir haben noch eine Karotte. Living his best life, oder? Er ist plüschig, er ist happy, er hat eine wahnsinnig imposante Freundin hier mit auf der Weide und hängt den ganzen Tag rum, oder? Ja, am Ende ist das auch das Schöne, muss ich sagen. Doch nachdem solche Pferde so lange den Sport gemacht haben, hier zu sehen, dass sie einfach, das Lebensende noch ein bisschen genießen können oder Lebensabend noch genießen können
und sich einfach wohlfühlen dann. Und ab und an schaffst du es und bringst eine Karotte vorbei. Absolut, ja. Dann wollen wir uns jetzt noch einmal zurückerinnern. Schau mal, das sind Sie, junger Mann, hier auf den Fotos. Weißt du noch, von wann die Bilder sind und wo das war? Ja, ich sehe wohl, dass es Aachen ist, die rote Jacke für den Nationenpreis. Ich gehe davon aus, dass es unser erster Nationenpreis in Aachen in 2013 war. Vollkommen korrekt. Wo lebt er jetzt hier? Ja, hier sind wir jetzt bei Stefan Contier zu Hause. Und wie gesagt, hier in Meiße in Belgien lebt Cornet ganz gemütlich auf der Weide. Jetzt haben wir einen wichtigen Vierbeiner in deinem Leben kennengelernt. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar eine Grußbotschaft von jemandem, der dir auch wichtig ist. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Nein, keine Ahnung. Lass dich einfach mal überraschen. Daniel ist damals zu mir gekommen, als junger Reiter. Ist dann 4 Jahre bei mir gewesen. Ich muss sagen, das war auch wichtig, dass er in einem Stall mit Familienanschluss gekommen ist. Ich glaube, das hat bei uns hervorragend geklappt. Dann war es mit Daniel recht einfach, weil er natürlich unheimlich ehrgeizig, was mir natürlich von Anfang auch sehr, sehr gut gefallen hat, hat immer seine Pferde mit auf seine Reise genommen. Er hat immer für das Pferd versucht, das Beste zu machen, das Pferd zu unterstützen, zu helfen. Und ich glaube, das zeigt er jede Woche auf dem Turnieren auch. Es heißt auch, dass ein kompletten Reiter muss im Prinzip ein Pferd ausbilden können, ein Pferd von junge Pferde gut präsentieren zu können, ältere Pferde auch dann auf dem Turnier. Und das Wichtigste ist natürlich immer für jeden Reiter oder jeder, der an einem Sport teilnehmen will, dass er gewinnen will. Und ich glaube, das war von Anfang an bei Daniel. Ich glaube, das erste internationale Turnier, was wir zusammen auch bestritten haben in Tschernikowsk, hatte er sofort auch den großen Preis gewonnen, damals mit Formidable. Und ich glaube, seinen ganzen Weg, wie es gelaufen ist, war perfekt. Das Schöne ist, die jetzige Zeit ist natürlich, dass er diesem Jahr den großen Preis von Aachen gewonnen hat. Es will natürlich jeder gerne. Ich glaube, jeder, der freut sich, dort auf die Liste zu stehen. Es hat gewaltige Bedeutung. Es ist nicht nur das Fest der Pferde, aber auch, ich glaube, für alle Zuschauer, die da hinkommen, immer mit großer Begeisterung, professionell oder auch pferdegerecht das Ganze da anzugehen. Es ist einfach toll, das miterleben zu können, dass er da dieses Jahr den großen Preis gewonnen hat. Daniel, ich wünsche dir weiter auf deinem Weg und ich hoffe, dass viele Leute das auch jetzt mit begleiten und sehen können. Viel Spaß weiter. Wir haben alle Spaß an unserem Sport. Wir lieben es, das Publikum zu begeistern. Und in diesem Sinne, viel Erfolg weiter. Schöne Worte von einem, könnte man es so sagen, Vorbild von dir? Und inzwischen auch Freund? Ja, beides, absolut. Franke Slotak war schon... bevor ich bei ihm angefangen habe zu arbeiten, ein Vorbild. Als kleiner Junge gab es eigentlich damals nur ein Paar, das war Franke Slotak und Walzerkönig für mich. Und bei ihm arbeiten zu dürfen, war natürlich damals eine große Ehre. Alles, was ich mitgenommen habe oder von ihm gelernt habe, hat mir auch absolut weitergeholfen oder war ein großer Baustein in meiner Karriere. Und ich muss sagen, wir haben immer noch einen sehr guten Kontakt. Ich bin damals sehr familiär aufgenommen worden bei ihm. Und wie gesagt, ich habe ihn regelmäßig am Telefon und ja, freue mich doch einfach auch auf die Freundschaft, die geblieben ist und die wir seitdem haben. Wir freuen uns, wenn wir dir damit eine kleine Freude machen konnten. Und von Franke Slotak kommen wir jetzt zu euch. Nachdem ich jetzt quasi alle meine Fragen an Daniel losgeworden bin, haben wir euch gefragt und ich habe Community-Fragen mitgebracht. 6 Stück und ich würde vorschlagen, ich lese einfach mal vor und du darfst schlau antworten. Laura fragt, wenn du Bundestrainer wärst, der deutschen Springreiter, welche 4 Reiter würdest du für ein Championat nominieren und warum und welchen deutschen Springreiter magst du am allerliebsten? Ja, gute sehr Frage. Investigativ. Genau. Grundsätzlich, ja, kommt das natürlich ein bisschen auf die Pferde drauf an. Wenn ich jetzt heute Bundestrainer wäre, und für dieses Jahr hätte nominieren müssen, hätte ich mich wahrscheinlich für das gleiche Team entschieden. Grundsätzlich ist es ja in Deutschland so, dass wir ein paar ganz starke Reiter haben. Jeder hat mal ein besseres Pferd, jeder hat mal vielleicht zu einer gegebenen Zeit kein passendes Pferd. Aber wie gesagt, über die letzten Jahre muss ich natürlich auch reden, dass ich auch selbst dazugehört habe. Aber genauso wie ein Markus Ening, wie ein Christian Ahlmann, vor ein paar Jahren noch Ludger Baerbaum, aber auch jetzt dieses Jahr Maurice Tebbel oder André Thieme.
waren dann doch auch schon die Paare, die zur Verfügung gestanden haben, aber die ich auch selbst nominiert hätte. Sehr diplomatische Antwort, aber du hast vergessen, wer ist denn dein Lieblingsspringreiter? Gibt es irgendwie einen Buddy, wo du sagst, mit dem bist du besonders eng? Christian Ahlmann zum Beispiel ist jemand, mit dem ich auch schon hier und da mal im Urlaub gewesen bin. Marco Kutscher auch. Wir haben so eine kleine Gruppe, wo wir auch jedes Jahr so eine kleine Wintererholung durchführen. Und mit denen bin ich doch auch ziemlich eng, ja. Zu Christian kommen wir später noch, aber ich will nicht vorweggreifen. Die nächste Frage. Hawk hat gefragt, was ist es für ein Gefühl, wenn Weltranglisten-Erster und Rolex-Grand-Prix-Sieger in Aachen zu sein? Und war Springen immer schon deine Disziplin? Fangen wir mit dem Springen an. Absolut. Dressurreiten finde ich in dem Moment echt langweilig. Voltigieren ist? Ich habe wirklich tatsächlich mal ein paar Voltigierstunden genommen, als ich angefangen habe, als ich noch ganz jung war. Aber grundsätzlich, am meisten Action ist beim Springreiten. Und beim Springreiten ist ganz klar, die Nullfehlerritte in der schnellsten Zeit haben gewonnen und die Fehler haben, haben nicht gewonnen. Und bei der Dressur kann es auch ab und zu mal ein bisschen Diskussionen geben. Und wie ist das Gefühl, Weltranglisten-Erster zu sein? Sicherlich war das ein sehr, sehr schönes Gefühl, Weltranglisten-Erster zu sein. Ich habe das schon ein paar Mal beurteilt. Weltranglisten-Erster ist was, was man wirklich gerne einmal ist im Leben. Wenn es dann glücklicherweise noch ein zweites oder ein drittes Mal kommt, ist man da glücklich drüber. Aber es ist nicht so, dass man dem hinterher eifert, dass man wirklich sagt, okay, ich muss jetzt noch ein Turnier mehr machen, ein oder ein anderes Springen mehr reiten, weil am Ende einmal Weltranglisten-Erster gewesen zu sein, war sehr, sehr schön. Diesem Jahr natürlich Weltranglisten-Erster gewesen zu sein und den großen Preis von Aachen zu gewinnen zur gleichen Zeit, war ein ganz besonderes Erlebnis. Artista fragt, wie definierst du für dich Erfolg? Erfolg ist eigentlich für mich eine persönliche Sache. Nicht unbedingt was Zuschauer oder Fans sehen, weil Erfolg kann auch schon sein, wenn man ein jüngeres Pferd ausbildet und am Ende einfach merkt, dass das Pferd verstanden hat, was wir dem Pferd beibringen möchten oder auch einfach einen Fortschritt gemacht hat und besser geworden ist als vielleicht 2, 3, 4 Wochen zuvor. Und wenn man aus dem Parcours kommt und sagt, oh, heute war doch eine gute Runde. Man muss nicht unbedingt gewonnen haben, aber für mich selbst ist das dann ein Erfolg, wenn ich sage, oh, das Gefühl war gut, das Pferd hat was gelernt und das Pferd hat einen Schritt nach vorne gemacht. Also sind nicht nur die ganz großen offensichtlichen Momente, sondern eben auch solche stillen und leisen Momente. Franzi G. möchte wissen, lieber Herr Deusser, wenn Sie kein Springreiter wären, welchen Beruf würden Sie dann machen? Ja, die Frage ist mir jetzt nicht zum ersten Mal gestellt worden. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ja, das ist doch gut gelaufen. Absolut, es ist gut gelaufen. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall nicht der Typ, der einen ganzen Tag im Büro sitzen könnte. Also es müsste irgendwie ein Beruf sein, der auf jeden Fall auch viel an der frischen Luft ist und der mit Aktivität zu tun hat. Ich habe auch überlegt, ich war sehr sportlich als kleiner Kerl. Vielleicht wäre es eine andere Sportart gewesen. Ich habe alle Sportarten ausprobiert, über Tennis, über Leichtathletik, über BMX fahren. Ich weiß es nicht. Aber ist doch ganz gut, dass du dem Reitsport dann absolut, dass, ne? es hinterher nicht so, genau, dass es hinterher so gekommen ist und ich eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, bin ich sehr glücklich drüber. Sehr schön. Carla Jeschka möchte wissen, was ist Killer Queens Spitzname? Killer. Killer. Ganz normal Killer. Viele sagen ja immer, normalerweise müsste sie ja dann Queen nennen, aber wir nennen sie einfach nur Killer. Und last but not least, Martina, hast du schon mal dran gedacht, deine Karriere zu beenden? Wieso sollte er? Ganz ehrlich gesagt, ich habe darüber gelacht oder so einen kleinen Witz gemacht, Sonntagabend in Aachen, als ich dann tatsächlich den großen Preis einmal gewonnen habe, habe ich gedacht, normalerweise müsste man jetzt aufhören. Aber okay, Spaß beiseite, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich mache ja zum Glück was mir Spaß macht. Und solange ich mich fit genug finde und auch mit meinen Pferden noch Erfolge habe, hoffe ich, dass ich noch nicht aufhören muss. Sehen wir dich auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal in Aachen im Hauptstadion. Vielen Dank für die Beantwortung. Und ich habe das vorhin angeteasert. Christian Ahlmann, du hast ihn selber genannt. Er hat bei unserer Basketball-Challenge ja richtig dolle vorgelegt. Und genau zu dieser kommen wir jetzt auch. Du bist dran, du darfst nachlegen, ihn eventuell übertreffen. Und wir sind sehr gespannt, wie du dich schlägst.
Bingo hat das richtig gut gemacht. Ich bin ein bisschen sprachlos. Du darfst jetzt ein Grußwort an deinen lieben Kumpel Christian senden. Der ist nämlich jetzt nicht mehr auf Platz 1 unserer Basketball-Challenge. Ja, zum Glück gehen wir ja öfter mal in Urlaub, dann können wir ein bisschen zusammen üben. Aber kein Problem, Christian, es ist ausbaufähig. Ich bin gespannt, was die Reiter in den nächsten Magazinfolgen so machen werden. Wir werden uns noch ein paar lustige Dinge ausdenken. Dir erstmal vielen Dank für deine Zeit und hier die Tour durch die Stefex Stables. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hoffen, dass ihr Freude hattet in dieser Magazinfolge. Ihr dürft natürlich gerne allen davon erzählen. Ihr dürft es teilen, die Folge. Ihr dürft liken, ihr dürft kommentieren. Und ihr dürft uns gerne überall in den sozialen Netzwerken folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!